bis zum Zeitpunkt der letzten Runde ihres Stints sehr gute Pace, sehr gute Performance auf Platz 3 liegend. Dann ist das Auto ein bisschen in der Box gestanden. Was genau ist passiert? Bergwerk hat jemand Öl verloren, der ist dann auch weitergefahren, ziemlich lange, also die ganze Strecke ist jetzt voller Öl. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer ist, aber schon weg ist, aber ich habe angebremst Bergwerk und bin gerade erst weitergefahren. Also konnte das Auto nicht mehr verzögern und habe dann leicht die Leitplanke berührt. Bis dahin, wie gesagt, war es ja ein sehr fulminanter Ritt. Wie sind denn die Bedingungen draußen? Wie verhält sich der R8 vor allem unter diesen schwierigen Verhältnissen? Okay, der Regen ist ein bisschen weniger geworden, Aquaplaning ist auch weniger geworden, aber es ist sehr schmierig und die anderen Autos sehen uns sehr schlecht im Rückspiegel durch das ganze Wasser. Aber okay, man muss extrem aufpassen, sowas wie mit Öl oder wenn irgendwas auf der Strecke liegt, dann ist man so schnell, ziemlich schnell aus dem Rennen. Jetzt geht das Rennen ja noch eine Weile. Was rechnen Sie sich denn aus am Ende des Rennens? Okay, wir haben jetzt ziemlich viel Zeit verloren, wir stehen immer noch in der Box. Es wird jetzt extrem schwierig, aber wir werden trotzdem weiterkämpfen.